Warum erkennen wir die große Manipulation nicht? Offensichtlich ist die Bevölkerung in den letzten Jahren einer Art kollektiver Hypnose verfallen. Und das Schlimmste daran ist, dass die meisten Menschen die Einschränkung ihrer Rechte und Freiheiten egal zu sein scheint. Die akzeptieren das nicht nur und gewöhnen sich daran, sondern kämpfen auch gegen alle Leute, die das nicht akzeptieren wollen. Die Zeit hat sehr viel gezeigt. Warum bemerkt die Mehrheit der Menschen die große Manipulation nicht, die von den höchsten Ebenen durchgeführt wird? Du unterdrückst das Wissen, dass jeder von uns eine Riesenmacht hat. So. Und dann hast du Leute, die denken, dass sie machtlos sind. Dann hast du Leute, die sich nicht mehr gegen irgendwas auflehnen oder so, sondern einfach alles mit sich machen lassen. Ich hab mich wieder besetzt. Es kommt mir vor, als wär's gestern. Ich hab keinen Bock mehr auf die Schmerzen. Deshalb kann ich dich nicht ernst nehmen. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction hier auf Leon Lovelock Highlights. Lovelock ist wieder back. Ich war ein paar Tage krank gewesen. Ihr habt natürlich trotzdem jeden Tag Content bekommen. Aber jetzt das erste Mal seit, ich glaube, 3-4 Tagen habe ich Pause gemacht, wieder am Stream. Liebe ist extrem heute. Wir haben heftigen Real Talk gemacht. Ihr müsst auf jeden Fall definitiv mal auf Twitch vorbeikommen, beziehungsweise auch gerne einen Sub da lassen. Dann könnt ihr euch die Videos nämlich im Nachhinein noch reinziehen. Sind sehr, sehr wilde und spannende Themen auch in den Talks dabei. Aber jetzt gehen wir rein in die erste Reaction. Und zwar heißt das Video: Warum erkennen wir die große Manipulation nicht? Fragezeichen. Miese Recherche wieder heute. Ich hab Bock. Let's go. Offensichtlich ist die Bevölkerung in den letzten Jahren einer Art kollektiver Hypnose verfallen. Was vorher als unvorstellbar galt, ist eingetreten. Und das Schlimmste daran ist, dass die meisten Menschen die Einschränkung ihrer Rechte und Freiheiten egal zu sein scheint. Es ist Realität geworden. Die Leute haben, ja, ist krass, was er sagt. Weil es stimmt so. Leute haben das einfach so hingenommen und akzeptiert und haben sich ganz schnell daran gewöhnt, weil wir Menschen natürlich auch Gewohnheitstiere sind, ne? Aber ich hätte das auch nicht erwartet, dass so viele Menschen das dann einfach so mitmachen und sich ganz schnell daran gewöhnen und kein Problem damit haben, so. Lovelock tickt da ein bisschen anders. Der Bruder ist direkt an die Decke gegangen und hat sich erstmal ins Treppenhaus reingefetzt und hat gesagt, ja, nee, jetzt muss mal hier was gesagt werden. Im Gegenteil. Sie akzeptieren sie bereitwillig. Einige zeigen eine totale Indifferenz, während andere die Maßnahmen unterstützen, angeblich zum Wohle aller. Ja, ja, das ist das auch das Krasse so. Die akzeptieren das nicht nur und gewöhnen sich daran, sondern kämpfen auch gegen alle Leute, die das nicht akzeptieren wollen. Und das ist schon krass. Die Zeit hat sehr viel gezeigt. Was passiert hier? Warum bemerkt die Mehrheit der Menschen die große Manipulation nicht, die von den höchsten Ebenen durchgeführt wird? Mit dem Ziel, die Bevölkerung zu einer neuen Weltordnung zu führen. Man muss berücksichtigen, dass diese Machtgruppen, die aus den reichsten Multimillionären, Bankern, Unternehmerfamilien sowie Königshäusern und Teilen des Adels bestehen, über fast unbegrenzte Ressourcen verfügen und in der Lage sind, einen großen Einfluss auf die meisten Regierungen der Welt auszuüben. Die Politiker sind nur Marionetten, die sorgfältig platziert werden, um uns... Oh shit, der Bruder macht Real Talk hier heute, meine lieben Freunde, ja? Aluhüte in den Chat. Das würden zum Beispiel viele Leute als Verschwörungstheorie abstempeln, so. Aber ich würde ihnen echt in großen Teilen da definitiv auch recht geben, so. So wie das in dem einen Foto dargestellt wurde, dass es jetzt irgendwie ein Tisch ist, wo 6-7 Leute dran sitzen, die alles entscheiden und alles irgendwie bestimmen und so, das glaube ich nicht. Das ist, glaube ich, ein Zusammenspiel aus mehreren Kräften und es gibt auch noch Kräfte, die dagegen wirken, sonst wären wir auch schon schneller noch weiter vorangeschritten. Aber so im Kern gebe ich ihm definitiv recht. Glauben zu lassen, dass sie für die Interessen der Bürger sorgen. Aber nichts ist weiter von der Wahrheit entfernt. Wenn sie ihre Pläne... Das ist so Politik. Politik ist wirklich nicht mehr für die Interessen der Bürger da. Es gab Zeiten, wo man das Gefühl hatte, dass die Politiker Entscheidungen treffen und reden für Bürger. So, ne? Die Zeiten sind aber schon lange vorbei. Also heutzutage hast du nicht mehr das Gefühl, dass die politischen Entscheidungen getroffen werden, damit es dem Volk gut geht. Vor allen Dingen nicht in Deutschland. Das ist natürlich auch die Politik, mit der ich mich am meisten auseinandersetze, weil ich halt aus dem Land komme. Und die aktuelle Regierung, die wir da haben, macht alles, aber nicht das Gefühl geben, dass die das für uns tun, sondern im Gegenteil. Man hat langsam das Gefühl, dass die extra uns kaputt machen wollen und das Land in die Ruinen treiben wollen. So ein Gefühl, so ein Vibe bekomme ich, wenn ich mir diese
diese Aktionen, Fauxpas angucke von und diese Talks von Habeck, von Baerbock, von Scholz und so, das sind Lauterbach. Obwohl, letztens habe ich mir einen Talk reingezogen, wo es um die Cannabis-Legalisierung ging. Lauterbach und noch jemand so. Da war ich zum ersten Mal ein bisschen positiv auf Lauterbach eingestellt, wenn ich das so sagen darf. Umsetzen können, liegt es daran, dass die Bevölkerung dies erlaubt. Wir können uns aber auch weigern, Regeln zu befolgen, die gegen das natürliche Recht des Menschen verstoßen. Wie ist es möglich, dass weniger als 1% der Bevölkerung die anderen mehr als 99% mit Lügen, Täuschungen und Manipulationen unterwerfen können? Was? Weil die anderen 99% auf der Welt nicht verstanden haben, was für eine Macht sie haben. Weil sie durch viele Dinge davon abgehalten werden, zu verstehen, was für eine Macht sie haben. So. Ich habe mir letztens diese eine Dokumentation angefangen reinzuziehen, die ich auch unbedingt im Stream angucken möchte. Das geht halt 3 Stunden und da ging es auch darum, dass die größten Physiker der Welt sich getroffen haben und über das Thema Bewusstsein gesprochen haben und Erkenntnisse gemacht haben und da quasi verstanden haben, dass wir nicht alles erklären können, dass es eine höhere Macht geben muss und dass wir mit unseren Gedanken alles steuern können etc. Und dann wurde eine Kampagne gestartet, die bewusst dieses Wissen unterdrückt hat. Und heutzutage bist du verrückt, wenn du diese Sachen aussprichst, weißt du? Und das ist, glaube ich, ein Riesentool, was genutzt wird, um Menschen zu kontrollieren. Du nimmst denen die Macht weg. Du sagst denen nicht, du unterdrückst das Wissen, dass jeder von uns eine Riesenmacht hat. So. Und dann hast du Leute, die denken, dass sie machtlos sind. Dann hast du Leute, die sich nicht mehr gegen irgendwas auflehnen oder so, sondern einfach alles mit sich machen lassen. Was passiert im Kopf der Menschen, die sich der Täuschung nicht bewusst sind? Das Programm zur geistigen Kontrolle der Bevölkerung begann bereits vor vielen Jahren. Im Schulunterricht wird Gehorsam und Unterwerfung belohnt und die Entwicklung der linken Gehirnhälfte gefördert, welche Sprache, lineares Denken und Logik regiert. Außerdem wird übermäßig viel auswendig gelernt, wodurch die kreative und intuitive rechte Gehirnhälfte unterdrückt und eine breitere Interpretation der Realität verhindert wird. Innerhalb dieser Indoktrination herrscht in der Schule das Prinzip der Autorität, bei dem das Kind lernen muss, demjenigen zu gehorchen, der über ihm steht und mehr weiß, dem Lehrer. Wenn es das nicht tut, wird es bestraft. Auf diese Weise akzeptiert es passiv alles, was von einer höheren Instanz kommt. Schwester, geiles Video. Der spricht, was ich fühle. Im Erwachsenenalter wird die Lehrerautorität durch Regierung, Institutionen, Fachleute oder Behördenvertreter ersetzt. Eine andere Form der Manipulation ist die kontrollierte Widerstandsbewegung, bei der es sich um eine Gruppe von Personen handelt, die scheinbar gegen die offiziellen Maßnahmen oder Meinungen kritisch eingestellt sind, aber in Wirklichkeit von der Regierung oder einer anderen Kontrollmacht selbst geschaffen und kontrolliert werden, mit dem einzigen Ziel, die echte Opposition zu boykottieren, sodass sie ihre Glaubwürdigkeit verliert. Ein weiteres Element, das großen Einfluss auf die Bevölkerung hat, sind die Kommunikationsmedien. Insbesondere ist hier das Fernsehen zu nennen, das durch wiederholte Programmierung sicherstellt, dass die Richtlinien, die von den hochrangigen Beamten gewünscht sind, verteidigt werden. Eine echte Debatte, die zu unerwarteten Ergebnissen führen könnte, wird natürlich nicht zugelassen. Und alles, was außerhalb des Drehbuchs liegt, wird zensiert. Das ist so heftig. Dieses Tool, Fernsehen, Programme, Programmierung, Unterhaltung, unten halten. Ich sag dir, das hat auch sehr viel ausgelöst, so. Dieses in diese Flimmerkiste reinzugucken und sich da dann irgendwie die Informationen rauszuziehen oder sich entertainen zu lassen und sich von seinem eigenen Leben abzulenken, das ist ein riesengroßes Tool damals gewesen, als das erfunden und eingeführt wurde. Dieses ganze Entertainment, Fernsehen, Hollywood, Filme, diese ganze Scheiße, auch Pornoindustrie und diese ganzen Sachen. Ich bin sogar fast überzeugt davon, dass es nur deswegen eingeführt wurde, um uns von uns selbst zu trennen, so weit wie möglich, um uns diese Macht wegzunehmen. Der Hauptzweck scheint es zu sein, Angst in den Köpfen der Menschen zu verbreiten. Hierzu werden angebliche neue Krankheiten, wirtschaftliche Krisen, Kriege, Klimawandel, Meteoritenabstürze und sogar einer möglichen außerirdischen Invasion thematisiert.
Es spielt keine Rolle, worum es sich handelt. Hauptsache ist, dass die Menschen in Panik geraten. Denn so ist es einfacher, sie zu manipulieren und ihre Rechte zu beschneiden, ohne dass jemand wagt, etwas dagegen zu sagen. Durch die Panik wird das logische Denken aufgehoben und die Person wird manipulierbar. Besonders wenn die Nachricht von Fachleuten unterstützt werden, die dem offiziellen Narrativ Gültigkeit verleihen. In einem solchen Fall sind Unterwerfung und Gehorsam garantiert. Eine weitere Form der Zensur kann man auf dieser Plattform beobachten. Das ist auch so, also für mich hat sich das auch alles so zugespitzt in der Corona-Zeit, weißt du? Weil vorher habe ich auch in meiner heilen Welt gelebt, habe einfach mein Leben gelebt und da habe ich mich nie krass leiten lassen von irgendwelchen Sachen, die im Fernsehen oder in der Zeitung standen oder irgendwie so, weißt du? Aber dann kam diese weltweite Krise so und es hat mir so viel gezeigt, weißt du, wie ich meine? Es hat einem auch so krass gezeigt, wie eigentlich alles manipuliert ist so und wie die durch die Bank weg, Wissenschaft, alles in der Hand haben quasi, dass du wirklich zu einem Zeitpunkt nur noch eine Seite präsentiert bekommst von der Medaille und dass jeder Typ, der das gleiche Studium absolviert hat, genauso viel Wissen hat, aber der eine andere Meinung äußert, gelöscht wird einfach. Einfach gelöscht auf allen Plattformen, überall, in den Medien, im Fernsehen. Du kriegst nur noch diese eine Seite von der Medaille präsentiert. Also diese Zeit hat mir so viel bewusst gemacht, wie diese ganze Scheiße funktioniert. Crazy. Videos, die sie verbreiten möchten, werden am häufigsten empfohlen, während Themen, die ihnen nicht gefallen, nicht beworben werden und somit wenig oder keine Reichweite erlangen. Desinformation ist ein weiteres Instrument der Manipulation, durch das die Menschen das Vertrauen in alternative Quellen verlieren. Dies wurde durch die hohe Anzahl an falschen Nachrichten, Fake News, ausgelöst, die im Netz verbreitet werden, mit dem einzigen Ziel, sie zu verwirren und in hochrangigen Positionen als Vorwand für die Zensur zu dienen. Es sind jedoch die Regierung und globalen Unternehmen selbst, die Firmen dazu beauftragen, falsche Nachrichten zu verbreiten und die Wahrheit zu verstecken, indem sie sie als Gerüchte bezeichnen. Eine weitere wichtige Form der Manipulation ist die Verwendung des sogenannten negativen Primings, das wir in Filmen sehen. Filme können unsere Wahrnehmung ändern oder in unserem Unterbewusstsein das Richtige oder Falsche, das Korrekte oder Inkorrekte, was wir für möglich halten oder nicht, beeinflussen. Eine einfache Filmszene kann bewusst unbemerkt bleiben, aber auf einer tieferen Ebene im limbischen oder emotionalen Gehirn als Erinnerung verankert werden, die in Zukunft unser Handeln oder Denken unter bestimmten Umständen beeinflussen kann. Das ist so. Du bist, was du konsumierst. Unterschätzt das nicht. Du bist auch, was du dir reinziehst, ne? Nicht nur, was du isst oder so, sondern auch, was du wirklich täglich konsumierst. Und deswegen habe ich zum Beispiel einen riesen Abstand mittlerweile von Netflix, Filme gucken, Serien gucken. Diese ganze Scheiße, habe schon ganz früh gemerkt, dass auch so eine Horrorfilme und so einem Menschen überhaupt nicht gut tun, so, weil ich auch sehr empfindlich bin, sehr empathisch bin, so. Aber generell habe ich auch immer gemerkt, wenn ich eine Serie gesuchtet habe und da wirklich tief drin war, hat die einen automatischen Effekt auf mein Leben gehabt, so. Ich schwör's dir. Das könnt ihr mir sagen, was du willst, und viele Sachen kriegst du ja gar nicht richtig mit, weil die meisten Leute ja sowieso extrem unbewusst sind und dann sich da irgendwas reinziehen und das geht dann voll in die über und die verhalten sich auf einmal anders, aber merken es nicht mal richtig so. Dass wir glauben könnten, dass diese Gedanken aus unserem Inneren stammen. Zusammen mit dem negativen Priming wird die Vorhersageprogrammierung eingesetzt, die durch Wiederholung ausgewählte Nachrichten im Unterbewusstsein zu verankern und das Verhalten und Denken der Zuschauer beeinflussen soll. Diese Manipulation geschieht, ohne dass wir es bemerken, durch den unschuldigen Akt des Anschauens eines Unterhaltungsfilms. Es ist wichtig zu verstehen, dass unser Unterbewusstsein keinen Unterschied zwischen Realität und Fiktion erkennt. Da sind wir jetzt, Freunde. Unser Unterbewusstsein erkennt keinen Unterschied zwischen Realität oder Fiktion, Freunde. Ey, Yasuke, wenn du dir auf deine Pornos einen runterholst, dann denkt dein Unterbewusstsein, dass du jetzt gerade Sex gehabt hast mit dieser Frau und belohnt dich dafür, obwohl du nichts getan hast. Der arme Yasuke, für alle Leute auf YouTube, falls ihr nicht Bescheid wisst, das ist ein Bruder, den ich wegbekommen will vom Pornokonsum. Aber ja, Freunde, es ist wirklich so. Genauso ist es aber auch, wenn ihr euch irgendwie den ganzen Tag irgendwelche Insta-Stories von irgendwelchen Menschen reinzieht und euch so da rein vertieft,
und denkt, dass es euer Leben ist. Euer Unterbewusstsein denkt, ihr lebt den Shit gerade selber, genauso wie bei Filmen auch und so. Deswegen macht euer eigenes Leben zu einem Film und zieht euch nicht zu viele andere Sachen rein. Egal auf welcher Ebene. Und dass alles, was wir sehen, uns auf unbewusster Ebene beeinflusst. Schließlich und am gefährlichsten halten wir die elektromagnetischen Frequenzen, da seit langem bekannt ist, dass sie einen negativen Einfluss auf unseren Körper haben können. Es ist möglich, dass Botschaften durch Frequenzen übermittelt werden, um eine Emotion oder einen veränderten Zustand beim Menschen hervorzurufen. Facts. Das ist deep, meine lieben Freunde. Diese ganze Frequenzgeschichte und so. Und vor allen Dingen, ja, ich bin da auch noch nicht so tief reingegangen, aber das ist sehr, 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 sehr deep. Das sind halt Sachen, die kannst du nicht sehen. Also wir wissen nicht, mit was für Frequenzen wir die ganze Zeit umgeben sind oder welche Masten, welche Frequenzen ausstrahlen und was die mit uns als Mensch machen, so, weißt du? Das ist eine Sache, die ist sehr wichtig. Damit sollte man sich eigentlich auseinandersetzen, so, weißt du? So, gebt euch das auf jeden Fall. Positive Frequenzen können auch was Gutes mit euch machen. Genauso können negative Frequenzen was Schlechtes mit euch machen. Ja, Suka, hast gehört, was wir gesagt haben eben, ne? Oder warst du weg? Es gibt zahlreiche in den USA registrierte Patente, die den Einsatz von elektromagnetischen Wellen zur direkten Beeinflussung des menschlichen Verhaltens beschreiben. Eine Patentanmeldung weist darauf hin, dass niederfrequente elektromagnetische Wellen tief in den Schädel eindringen und die Amygdala stimulieren können, was bei vielen Menschen Angst auslöst und in einigen Fällen sogar zu Atembeschwerden führen kann. Guck mal. Jeder, der in den letzten Jahren offen dafür war, wird die in diesem Patent beschriebenen Symptome, die durch den Einsatz elektromagnetischer Wellen verursacht werden, mit allem, was wir erlebt haben, in Verbindung bringen können. Es ist bekannt, dass das Fernsehen als ein Mittel der mentalen Kontrolle in den USA patentiert wurde. Fernsehen hat uns gefickt. Handy hat uns noch mehr gefickt. Heute möglich ist, das Nervensystem elektromagnetisch zu manipulieren, wie in dem Patent US 65061482 beschrieben wird. Aber wie können wir die Manipulation unseres Geistes vermeiden? Bewusstsein, meditieren, im Leben stattfinden, rausgehen in die Natur, Bäume umarmen, Tiere beobachten. Like Yoga machen, beten, dankbar sein, lieben, hochfrequente Dinge tun. Es ist wichtig, sich jederzeit bewusst zu machen, was wir denken, fühlen und tun und uns insbesondere mit unserem inneren Selbst zu verbinden. Dadurch können wir besser erkennen, welche Gedanken unsere eigenen sind und welche von äußeren Einflüssen stammen. Wir sollten den Fernseher ausschalten und uns nur dann mit sozialen Netzwerken und dem Internet verbinden, wenn es unbedingt erforderlich ist. Es ist auch wichtig, keine Maßnahmen. Die guten alten sozialen Netzwerke, wa? Bist ein heiliges Holz auf süß, meine lieben Freunde. Ich liebe diesen Duft einfach so extrem. Könnte ich mir den ganzen Tag reinziehen. Beruhigt automatisch. Unterstützen, die den Globalismus fördern. Man sollte Kontakt mit Gruppen aufnehmen und pflegen, die dieselben Bedenken teilen. Wir sollten uns bemühen, andere nicht zu überzeugen, sondern die Entscheidung anderer respektieren. Letztendlich durchläuft jeder seinen eigenen Prozess und das ist sehr respektabel. Zweifellos werden immer mehr Menschen aus dem hypnotischen Schlaf erwachen. Es ist nur eine Frage der Zeit. Das Wichtigste ist jedoch, dass wir uns mit Aktivitäten beschäftigen, die uns glücklich machen. Denn das wird unsere Schwingungsfrequenz erhöhen. Happy sein it in, meine lieben Freunde. Gib mir die glücky Vibes. Heute mehr gewesen zum ersten Mal auch wieder seit Tagen. Und ein Love Stream angeschmissen. Zwei Dinge, die mich auf jeden Fall sehr glücklich machen. Ich küsse euer Herz. Sowohl unseren eigenen Himmel als auch die Hölle hier auf Erden schaffen, das entscheiden wir. Wir sollten uns bewusst sein, dass uns nichts beunruhigen kann, wenn wir es nicht zulassen. So. Denn wir sind die einzigen Besitzer unserer Wirklichkeit. Ich liebe dich, Bro. Ich würde gerne mal wissen, wer hinter dieser Stimme steckt.
Sehr geil. Von Anfang bis Ende. Konstant. Brutales Video. Lassen wir uns nicht destabilisieren, denn wir haben die Macht, unsere Realität zu gestalten. Ja, Bro. Ich fühl dich komplett, auch das Outro. Selbe Holz, Digi. Geiler Typ. Bester Mann. Bester Mann, Alter. Sehr, sehr starkes Video. Sehr, sehr starkes Video. Liebe, Bro. Richtig geil. Richtig geil. Komplett. Von A bis Z. Würdest du im Krieg fliehen oder kämpfen? Für wen soll ich kämpfen, Bro? Erzähl mal. Für die deutsche Regierung? Bro, hör auf. Hör auf. Jeder, der Krieg anfängt oder Krieg anzettelt oder Leute dazu zwingt, im Krieg zu kämpfen, hat das Leben nicht verstanden. Wenn Krieg ist, setze ich mich hin und meditiere, Bro. Sollen die mich abknallen? Mir ist scheißegal.